Genau. Hallo Leute. So, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2, den Story Mode. Wir sind immer noch im ersten Level. An dieser Stelle hier sind wir im letzten Part gescheitert. Da sind wir jetzt im zweiten, dritten Part ist jetzt schon hier. Wieder zurückgekehrt und machen die, probieren die diesmal klar zu machen. Ein Tipp, werf Bomben. Und ich wollte mal schießen, ne? Ja, das hat einige von denen erlegt. Wie gesagt, Bomben kannst du auch noch werfen. Aber jetzt, denke ich mal, sollten wir relativ gut durchkommen. Da ist auch was, was du unbedingt brauchst. Der ist jetzt haben wir schon 131 von diesen Bumpels. Ja, also er hier ist wieder dabei. Wie im letzten Part ist nichts Neues. Es wird auch noch den nächsten Part so weitergehen, weil ich die alle easygoing voraufnehmen werde. Krass, ne? Und meine Frage ist jetzt mal, findet ihr besser, dass wenn ich rede, die Musik deutlich leiser wird, so wie jetzt, oder nicht? So, 16 Minuten haben wir jetzt dafür gebraucht. Ich doch, denke ich mal, ganz in Ordnung. Ich finde das traurig. So, damit haben wir das erste Level fertig. Wir kommen zurück. Ist gar nicht schwer, oder? Doch. Ja, es ist nicht so leicht. Aber... Ich muss sagen, der erste Teil war easy. Da tun wir uns durchbeißen. Jetzt heißt es erst, das zweite Level zu finden und da... Warte mal, wo ist denn jetzt das irgendwie zu machen. Da ist ein Level, denke ich mal. Nee, glaube ich nicht. Also die Levelsucherei. Das war auch so in Splatoon 1. Eine relativ große Akt. Weil das war nicht einfach, diese finden. Und wieso haben die Glitzer in die Tinte gemischt? Schau dir das mal an. Ja, weil die vielleicht damit Mädchen anspressen wollten. Weil Mädchen mögen Glitzer, bla bla bla. Also das ist mal wieder ein typisches Klischee. Aber es ist tatsächlich so. Also, außer es sind jetzt hier irgendwelche Mädchen, die mir sagen können, nein, das ist nicht so. Wir meinen jetzt nicht nur euch, also die betreffenden Mädchen, sondern einfach prinzipiell. Ja, es gibt. Eure Meinung, was alle möglichen Mädchen dazu sagen. Und ja, aber dann ist halt noch die Mädchen eher die Leute, die Glitzer mögen als Jungs, ne? Ja. Nehmen wir an, Jungen, der Glitzer mag. Also, was heißt mögen? Aktiv Glitzer an der Kleidung halt, gibt's einfach nicht. So, aber wir wollen jetzt nicht über die aktive Glitzerkleidung reden, sondern lieber ans nächste Level gehen. Denn das ist doch da direkt hinter dir. Links. Und geh aus der anderen farbigen Tinte raus. Nicht da, umdrehen. Das ist auch das nächste Level. Was wird das? Jetzt ist es da. Sehr schön. Schau, das ist nicht das. Ja. Gut, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab recht, siehst du? Ja, das hat ja alles recht. Oh, das Wasser. Viel geiler gemacht, tendenziell, by the way. So. Splatoon 2 ist übrigens, legt mal wieder alle Rekorde. Ist in den Gesamtwertungen ungefähr bei 91. Von 100 Punkten, das heißt wieder ein ultimativer Hit. Damit gibt es allein auf der Switch von seit dem Release-Zeitraum von März zum Juli schon 3 wirkliche Hits, in dem Fall Naturalis. Führend Zelda Breath of the Wild, folgend von Splatoon 2 und Mario Kart 8 Deluxe. Natürlich. Ne? Das ist eben das Coole und es ist halt immer verdammt besser als Splatoon. Es merkt man daran, dass der Umfang einfach richtig, richtig fetter ist. Habe es auch neulich erst wieder gemerkt, wie ich mir mal so einen Bericht angeschaut habe, wo die in der Tabelle den Umfang so gezeigt haben, während die bei Splatoon zum Beispiel nur einen Multiplayer-Offline-Mode hatten, gibt es jetzt so einen 3 in Splatoon 2 zum Beispiel. Der Story-Mode ist größer und auch der Online-Mode ist verbessert und größer geworden. Neue Maps, mehr Maps, mehr Waffen, bessere Waffen. Es wird mehr Wert auf die Inklinge gelegt. Siehe zum Beispiel, dass man Snacks für die kaufen kann. Es gibt bessere neue Kleidung, neue Marken auch. Also alles neu und besser. Überspressen, denkst mal. Aber prinzipiell ist es leider immer. Es ist gut. Ich hätte es vielleicht noch etwas mehr verändert, muss ich sagen. Ne?
Ja, soll ich es beachten? Das sagst du die ganze Zeit. Ich sag die ganze Zeit Scheiße. Meiner Meinung nach. Ja, ich sag doch Scheiße, wenn die verreckst, ne? Nein. Boah, ich hab den Faden verloren. Ja. Achso, richtig, Splatoon 2. Ja. Die Steuerung ist aber verdammt mal besser, weil während wir auf der View noch mit diesem Ding hier rumfuchteln mussten. So, alle, die mal wissen, das hier ist halt meine Kamera, ist ein Gamepad. Und man kann damit gerade schön bei uns nach draußen im Garten sehen. Wobei das nicht wirklich gut aussieht, aber man könnte gerade schon unseren Garten sehen. Egal. Also Spiegelung vom Gamepad. Das ist jedenfalls Gamepad. Damit müsste man auf der Wii U Splatoon 2 spielen, während wir hier in Splatoon 2 einfach nur den Pro-Controller haben. Die verdammt nochmal bessere Steuerung und somit gibt's auch kein Gestreite irgendwie mehr. Von wegen Gamepad oder Pro-Controller. Ah, das glaube ich doch ein bisschen scheiße mit den Sound, die ganze Zeit leiser werden. Dann macht es einfach Tannen. So. Genau. Ja. Denk mal, das ist besser so. Ja, ist definitiv besser so. So. Ich find's ja blöd. Ich denke, es passt auch von der Lautstärke her so. Ich meine, das ist definitiv zu laut. Das ist passend. So, ich denke, wir können sogar noch hier so weit machen. So. Schau mal, ob da eine Wand ist, die du hochflutzen kannst. Hochflutzen? Ja, hochflutzen. Nicht flutzen, flutzen. Ja, okay, wir hören auf. So. Ja, ganz gut, ne? Übrigens, wenn ihr diesen Part hier seht, ist ins Wissen, lass mich nicht lügen, Donnerstag. Ja. Donnerstag. Ich hab das nur geraten. Wirklich Donnerstag. Ne? Und dann ist morgen schon der letzte, also dann seht ihr es am Donnerstag, das wird ein sehr cooler Tag, egal. Auf jeden Fall ist Freitag schon der letzte Schultag. Und das war knapp. Ja, dementsprechend ist, wenn ihr das Video seht, morgen schon der letzte Schultag. Das ist nice, ne? Und das werden wir schön gebührend feiern, indem wir einen richtig coolen Splatoon Online-Stream machen am Freitag, also morgen. Den ihr dementsprechend auf gar keinen Fall verpassen solltet, ne? Doch, verpasst es. Das habt ihr verdient. Nee, das hat meine Community nicht verdient. Ich meine, inzwischen schauen 422 Leute aktiv meine Videos. Ja. Also ein Teil davon aktiv. Das ist, denke ich mal, erst in Ordnung. Ja, und, weißt du, inzwischen habe ich eine Motivation für die, die meine Videos wirklich gern schauen, den Content auch ganz einfach zu bringen. Ich sollte dich vielleicht weniger beleidigen, da hast du recht. Ja, aber es bin ich, mich tun eh alle beleidigen, würde es schon dran gewöhnt. Ja. Nicht lustig. Naja, auf jeden Fall beginnt es an den Sommerferien. Und in den Sommerferien werde ich voraussichtlich die 500 Abonnenten bekommen. Also, es ist halt sehr was Seines. Und sobald ich die 500 Abonnenten habe, werde ich ein 12-Stunden-Stream machen. Das ist die offizielle Ankündigung dafür. Jetzt tust du einen Sonzina-Sound einblenden, wenn ich dran denke. Auf jeden Fall, irgendwann Sommerferien, sprich irgendwann zwischen August und September, am optimalsten noch vor der Gamescom, werde ich einen 12-Stunden-Stream machen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Mal zweiter, mein erster wirklich offizieller, den ich nachher danach hochladen werde. Was ist er beim ersten nicht gemacht habe, weil es da ein paar Fehler gab. Bla bla bla. Hast du deinen ersten 12-Stunden-Stream nicht hochgeladen? Ja, den hatte ich ja gemacht zu meinen 100 Abonnenten. Das ist wirklich traurig. David! Ja, Junge, da war es voll gehypt und alles. Und da war ich wirklich gehypt in der Klasse, deswegen. Egal. Und im Nachhinein war das, dass ich das gemacht habe, verdammt nochmal wichtig. Egal. Egal. So, auf jeden Fall, dieser 12-Stunden-Stream existiert zwar noch, aber irgendwie nur zum Teil. Ich wollte mal ein Best-of machen. Das habe ich noch nicht, mache es aber, glaube ich. Ich glaube, ich mache ein Best-of davon, bevor ich den nächsten 12-Stunden-Stream mache. Das ist eine gute Idee. Also, bevor der nächste 12-Stunden-Stream mit meinen 500 Abonnenten in Sommerferien irgendwas Gutes kommen wird, weil ich dann vermutlich schaffen werde, werde ich dann davor
nochmal den ersten Surf Dutton Stream, den ich vor den 100 Abos gemacht habe, ein Best-of davon machen. Falls ihr natürlich die 500 Abonnenten nicht schaffen sollte bis zu den Sommerferien oder während der Sommerferien, werde ich halt den Surf Dutton Stream je nachdem nach den Herbstferien machen oder so, aber egal. Das ist jetzt zu weit hergeholt. Naja, eigentlich nicht. Weil mir fehlen ja nicht mal viele bis zu 500, ne? Also 40, ne 60. Achso, wenn ihr bisschen wollt, dass ein völlig bekloppter Irrer da dabei ist, dann gibt ihm Like. So, diese Dinger gab es auch in Splatoon zu Ende. Ach, nur dass das hier Staubsauger sind, die die Farbe einfach aufsaugen. Das heißt, die sind tendenziell böse. Das ist genau das gleiche und das müsstest du eigentlich wissen. Ah, ja, sag ich dir, Splatoon gab es ja auch schon. Ja. Das war der Set. Und du hast dann gesagt, nur dass sie eben hier Staubsauger sind. Ja, das war ich damals halt auch so, aber das war eine Sache, die mir halt aufgefallen ist. Mir fällt was auf? Na, ah, es ist unglaublich, dass mir irgendwas auffällt. So, ich sehe gerade, dass ich 3 Freundschaftsanfragen habe. Die werde ich nach dem Part gerne mal bestätigen, sodass ihr aber wandern mit Mütz bilden könnt, was definitiv ganz cool ist. Ah! Sehr schön. Okay, wir hören auf. Sagt, wir hören auf. Diesen Inky-Stream, total lustig. Ja, weißt du, man kann während ein Stream einfach alpha ein ganzes Mal so. Und das dann ganze Stream über zu machen, ey, du hast keinen Zuschauer mehr. Egal. Ich hatte noch einen Zuschauer. Ja, übrigens. Wobei, ich sagen muss, immer, wenn ich dabei war, dann war das gehypt, das Video bis jetzt. Naja, nur das Barkard wieder mit der Baum. Aber ich bin halt so ein lustiger, netter Typ, ne? Ja, aber damals. Freerunning oder wie der hieß damals. Du kennst ja irgendwie 50% der Abonnenten. Oder Abonnenten, wie Heider sagen. Na, ich kenne nicht 50%, aber. Nein, ich kenne nicht als Person, ist aber ein Teil davon tatsächlich. Ein Teil davon, einen großen Teil davon. Ja, einen großen Teil kenne ich, ich bin bekannt oder meine Klasse. Also sagen wir, ich komme vielleicht auf ungelogen 50 Leute, die ich wirklich kenne. Mit wirklich kennen, man nicht persönlich kennen oder eben durch ja, YouTube wirklich kennen. Ja. Der Rest sind nette Netten. Ne? Like, wie es zum Tendo oder sonst wer auch hat. Wie kann man es Abonnenten haben? Wenn Abonnenten die Videos schauen, liken und generell einfach dabei sind, dann ist das doch gut. Also ich wüsste nicht, wie Abonnenten, wenn sie nicht gerade haten oder unter anderen YouTubern irgendwelche Hate-Kommentare schreiben, wie man da eine schlimme Community bekommen kann. Das sollte fair sein. Wobei alles machbar ist, ne? Ja. Everything is possible. Da gab es ja neulich erst das wieder. Irgendwie, irgendwas gab es ja wieder. Ich weiß nicht mehr genau, zwischen wer ist von YouTubern. Aber ja, richtig. Irgendwie das Kronk, da ging es ja zum Thema Rundfunklizenzen. Das ist auch eine Sache, die ich die Tage auch mal ansprechen werde. Ich habe ein paar Themen von Mario Kart Videos vorbereitet übrigens. Und eins davon ist Rundfunklizenzen. Dazu jetzt aber nur eine ganz kleine Sache, die ich sagen müsste aus dem Video. Ich sag halt immer, was ich möchte. Ja, sehr schön. Und zwar, es gab ja, kam ja vor ein paar Monaten raus, dass Leute, die streamen, und zwar aktiv streamen, Rundfunkgebühren zahlen müssen. Zuerst kam das bei Pete Smith, weil der 24/7 streamt, also alte Projekte und so weiter. Irgendwann kurz darauf hat es auch Gronkh erwischt, der hat zwar nicht 24/7 gestreamt, aber immer noch relativ häufig. Ist halt der bekannteste Player, also ist nämlich dem Summoner's Play. Und der hat es auch erwischt, so. Dann hat Gronkh in seinem Video in einem Stream gemutmaßt, wer theoretisch das sein könnte, weil es kann eigentlich ja nur ein YouTuber sein, der eine Lizenz hat. Und es gibt bekannt nur eine wirklichen YouTuber-Gruppe, die eine Lizenz zum Livestream hat, weil die auch wirklich Inhalt livestreamt. Und das ist dementsprechend Rocket Beans TV. So. Ich will jetzt damit keinen in die Scheiße reiten. Ich will euch unbedingt sagen, dass Rocket Beans TV deshalb jetzt unbedingt schuldig ist, ne? Aber auf jeden Fall, die Community hat dann, wie Kong so gemutmaßt hat, ja, also so nach dem Wort ist ein YouTube-Channel, der
eine Lizenz hat. Und ich denke mal, wir wissen alle, von was wir reden, von dem Boden. Natürlich war Rocket Beans relativ schnell klar, um was es ging, ohne dass er jetzt Wortlistenzelle genannt hat. Naja, was hat die Con-Community gemacht? Wir gingen sofort in den Livestream von Rocket Beans und haben die dann relativ fertig gemacht, deswegen. War natürlich nicht so schön, ne? Und doch, mach das auch unbedingt. Ja, Demonspressen. Nein, Junge. Demonspressen immer wieder drauf zurückzukommen. Doch. Sind das dann wirklich so Communities? Oder auch gerade eben solche Leute von Communities? Weil es ist ja nie die ganze. Ne? Wo ich sage, ah, die braucht's nicht. Sowas will ich eigentlich nicht haben. Ja, will man einfach nicht haben. Demonspressen, bitte ist alles ein. Alter, woher ist er? Du bist ja wach. Kein Beef anzufangen. Außer natürlich, und das habt ihr auch sehr gut gemacht, wenn mal wirklich ein Hater kommt, wie das eine mit Mörd neulich der Fall war, ne? Wo der unter seinen. Ja, der Mörd hat seit unerlaubter Weise, seit 2 Wochen, bevor er auf mein Channel kam, wenn ich einen Livestream gemacht habe, hat er meinen Livestream live gestreamt, gedisliked und sich darüber lustig gemacht und dann kam eines Tages mein Livestream, hat es da halt aufgeführt wie sonst was. Dann sind wir auf sein Channel gegangen, haben das Ganze gesehen. Ich möchte nicht mehr ins Detail erklären. Naja, auf jeden Fall wollte der uns jetzt anzeigen wegen Copyright und wir hatten halt mehr gegen ihn in der Hand, weil er was auf seinen Kanal hochgeladen hat, wo ich zu sehen bin, ohne meine Erlaubnis, dass er es darf. Dementsprechend hat das, ja, auf jeden Fall gab es da Beef. Und dann ist es gut, wenn ihr als Community sein Sandel zu ihm geht und ihn alle meldet und den Sandel räumt letztlich, ne? Sowas ist gut. So Leute haben es auch verdient. Aber wenn die nicht wissen das, und man wusste auch, dass er schuldig ist, weil er aktiv Videos von mir auf seinem Kanal hatte, ne? Aber wenn man es eben nicht weiß, einfach nicht auf Leute losgehen, die irgendwie sowas machen. So. Ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Das war einfach meine Meinung gegen Hater und auch generell bin ich gegen Hater, weil es wäre dafür, dass YouTube wirklich den Dislike-Button abzapft, weil, wisst ihr, es sind dann die Hater oder Bots, die einen einfach so, weshalb auch immer, schau, wie viele Level es gibt, die einen einfach weshalb auch immer wirklich abfacken, ne? Und gegen die kann man auch nicht viel tun. Oder Bots. Und wenn die jeder, der disliked, an konstruktiven Kritik da lassen würde, wär's cool. Die meisten disliken aber und lassen nichts von das melden. Oder weil der Freund dich nicht persönlich. Ne, oder schreiben hin wegen Sprachfehler oder sonst was. Ist unnötig. Egal. Ja, das soll es mit dem Party gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wollte das nur einfach mal geklärt haben. Wir machen hier viele Fragezeichen, Luftballons kaputt. Macht den letzten, der wisst es mehr, hast Pest gehabt. Ja, so, das war's mit dem Part. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.